Moin moin Freunde, wir zocken eine Runde Rage TD. Rage TD ist ein wunderschönes Tau-Demons Game. Ich liebe das. So, wir spielen das jetzt einfach mal auf Medium und dann mal Go. Und wir holen uns anfangs die Slice Tower. Setzen wir einen hier hin und einen setzen wir, da setzt da runter. Und dann holen wir uns so einen Focus Beam Tower. Nehmen wir einfach mal. Boah, wo setzen wir den hin? Wo viel Platz ist am besten? Wo er hat eine höhere Range? Irgendwie hier so vielleicht. Ja, machen wir es mal hier hin. Ich denke jetzt nur nach, okay, da beamt er jetzt rum. Ja, es sollte laufen. Hauptsache, er fokussiert hier ihn hier gleich mal, den Kollegen hier. Hitten! Hitten! Den da oben. Jetzt kommt genau der durch, oder was hier? Wenn der jetzt auch noch durchkommt, dann raste ich aus. Komm! Ah! Wonner! Einer! Ein einziger! Verdammlicher SCV heizt ans Ende. Mit drei Leben, ne? Wirklich. Er ist die Krönung, ist er. Gut. Tja. Mal gucken, was uns jetzt der nächsten Welle hier erwarten wird. Kann ja nicht besser werden, eigentlich. So, um uns mal kurz zu kennen. Brauchen wir ja sowieso. Wie viel Hits braucht ihr denn hier, um einen so einen Kollegen hier wegzuflexen? 20 Stück oder was? Ich meine, einen Speed abgekriegt, also Level Up, jetzt braucht er schon 6 Schaden. Oh, eine Kiste, die darf ich jetzt hier. Dann machen wir hier mal Crit noch drauf. Oh, eine Kiste. Oh, Speed, schön. Genau sowas braucht man hier. Schönen Speed Charm. So, das geht jetzt ab. So sollten wir es jetzt auch locker schaffen. Kommt wieder einer durch. Einer ist keiner, ne? Sagt man ja so. So, schauen wir mal. Der macht jetzt 24 Schaden. Ich glaube, die Marines hatten 22 Leben. So circa. Ja, braucht auch mindestens 2 Hits. Ja, wenn er noch ein Level abkriegt, dann sollte das passen. Ah, der macht hier aber. Der flext hart. Ja, jetzt immer mit One Hit. Schön. Oh, nochmal ein Speedstamm drauf. Oh, schön, 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 schön. Komm her. Komm her. Guckst du mal noch ein bisschen schneller hier. Nimm den doch mal ran. Ach, geht doch. So, doppelt Speedstamm. Hauen wir den 300er raus. Und den geben wir jetzt hier dem Kollegen da oben. Gleich so ein Advanced Particle Tower. Dann kann die Party losgehen. Da ist irgendwas drin. Ah, da ist eine Kiste. So, Stun. Ah, noch nicht genug Kohle. Schauen wir mal, ob die Stack Cable, ob man die hier stecken kann. Kann man die ineinander stecken? Sehen wir mal gleich. So, Waffengeschwindigkeit minus 2,4. Nee, das bringt jetzt nichts. Immer Stun-Chance. Hallo, heb die Scheiße auf. Das
Sunshanks hier auch nochmal. Nochmal Stun. Na, da kommt doch wieder was durch. Einer, oder? Oh, Glück gehabt. So, 430 gefarmt. Das heißt, Advanced Particle Tower. Und dann hauen wir da natürlich direkt den Speed Charm rein. Ist ja logisch. Und dann hauen wir uns hier nochmal Crit Chance. 60%. Ja, wie haben wir denn? Und dann natürlich auch noch rein. Wenn mit der Warlier das wegflickst hier, ne? Seht ihr schon, der rockt richtig. Macht jetzt gerade echt nur Schaden, aber wenn er gleich erstmal hochgelevelt ist. So, 15 Schaden schon. Fangel liegt da rum einfach. So. Machen wir hier mal Speed Charm raus. Holen hier unseren 300er raus. Nehmen den hier. Packen den hier rein. Nehmen den hier und packen den hier rein natürlich. Kriegt Hit Damage. 100%. Packen wir hier rein. Oh, schön mit Fangel dazu, ey. Das ist ja sowas von Knaller. Das rockt. Kommt noch ein Level ab. Schön Level 3. Ey! Scheiß Schutzschild weg hier mit dir! Okay, kein Problem. Aber keine Kiste. Keine Kiste bekommen. Ich glaube, jetzt kommen getarnte Einheiten, oder? War das nicht so? War dann irgendwas mit getarnten Einheiten, ne? War, glaube ich, so. Thoras kommt noch. Range könnte ich mal vertragen. Ich kann den nebenbei auch ein bisschen einschocken, wenn ich Bock habe. Oh, der Fette. Ja, dann wird auch wieder gefangen, schön. Schön, den Dicken hat er auch weggekloppt. Ich habe eine Kiste. Speed! Nochmal Speed. Okay. Jetzt Obelisken wollen wir uns gleich mal holen. Aber ich glaube, jetzt kommen Getarnte. Ja, jetzt kommen die getarnten Einheiten hier. Ja, schön nochmal gefangelt hier. Auch noch schnell erkennen. Sollte klappen. Ja, easy going. Verkaufen wir. Erstmal. Und dann brauchen wir noch 150, 145 Mineralien noch. Okay, ja, schön durchgefangen. Wenn er hier hängt, ist vorbei. Jetzt macht er wieder Schutzschild. Das dürfte jetzt hier weggehen kommen. Ja, schön. Jetzt hat er verkackt. Hoffe ich. Ja, nochmal gefangelt. Ja, das sieht gut. Komm schon, zieh. Ach. Du Kanaille, du. Krieg ich nicht down, ne? Krieg ich nicht down, oder was? So eine Farsch. So eine verfickte Farsch. Entschuldigung, aber nee. Nee.
Nee, nee, nee. Und da liegt auch noch eine Kiste rum. Range auch noch. Hätte ich gebrauchen können, die Range. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Das kostet mich, glaube ich, direkt 10 Leben, oder? Nee, war nur eins. So. Ärgerlich. So, jetzt muss ich natürlich wieder meinen Fangel da oben reinpacken. Ach, echt. Unglaublich. Die sind jetzt wieder easy hier. Kann ich nicht ein einziger durchkommen. Gleich habe ich auch meine 800 voll. Kann ich jetzt erstmal die blöde Kenne, muss ich so gleich mal verkaufen. Den hier. Alter, Junge, Junge, Junge. Oh. Von wegen kommt nichts durch, ne? Hm. Da laufen sie. Da laufen sie, die Säcke. Okay. Hier will ich den hinhaben. Muss ich da leider. Muss ich leider zerstören, ne? Oder ich hole ich mir gleich hier den Obelisken. Ne. Leider wollen wir haben. Dann packen wir erstmal hier die traumhaften Sachen raus. Kommt jetzt alles in den Lightning-Kollegen rein. So. Crit. Speed. Speed. Fangel, obwohl theoretisch können wir es mal tauschen, kriegt er hier den 400er, er kriegt den 200er, das sollte reichen. So. Den muss ich natürlich hier wieder hinsetzen. Leben haben wir noch. Auch noch 89 SL verloren. Ach, wir lehnen jetzt immer mehr Leben. Na, es sind wieder einige Leben, die wir jetzt. Ein bisschen was killen wir hier noch. Ein, zwei Einheiten. Müssen noch dran glauben. Aber den müssen wir jetzt, wie gesagt, hochflexen. Wir brauchen jetzt eigentlich mal. Ich verkaufe jetzt hier mal das Kruppzeug. Gut, Crit 100%. Das könnte gut was einbringen, aber die Sachen hier, die können wir direkt mal wegkloppen. Was dann. Noch irgendeine Scheiße hier, nö, und so jetzt. So. Haben wir es einen Cooler gekriegt. Ja, macht schon 140 Schaden. Was haben die hier? Oh, die haben auch 1000. Ja, brauchen wir Schaden, brauchen Damage. Und man Crit 30. Kommen wir auch noch direkt. Der muss weg, der hier, den wollen wir. Oh komm, nimm ihn ran! Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, damit ich nächstes Mal die 1200 fertig habe. Hm. Na egal, packen wir die dahin. Schön Obelisk. Speed Charm hauen wir jetzt erstmal auf den Obelisken. Hier kriegt den 200er Speed. Und er kriegt den hier. Wohl. Ne, ich glaube. Da hauen wir den rauf. Der kriegt den 200er nur. Und haben wir hier noch irgendwelche Sachen, die wir noch irgendwie woanders besser einsetzen könnten. Crit hauen wir auch nochmal drauf. Schön direkt Level abgekriegt.
Na komm, Level ab. Schön 420 Schaden jetzt. Was? Die aushalten. Da kommt Masse durch. Da kommt richtig Masse durch. Das ist es noch nicht, aber es sieht übel aus. Ein, zwei können wir hier vielleicht noch killen. Komm, den einen hier noch. Okay, einen haben wir noch. Ja. Diese Beam Tower sind halt an sich auch geil. Kann man auch mal testen, ob man die einfach mal in Masse baut. Weil die fokussen ja und halten da extrem lange drauf. Soll ich auch mal... Obwohl, nee, die 200 ist es mir nicht wert. Die kriegen sowieso keine Schaden, also die machen keinen Schaden mehr, das ist das Problem. Und die brauchen halt die Level-Ups, damit sie dann halt ordentlich was wegflexen können. So, 43 Leben noch. 40, genau, ja, genau 40 Leben noch. Schon übel. Welle 14, jetzt gleich Welle 15. Oh, getarnte Einheiten auch noch. War traumhaft, gut, dass ich mir noch keine Kennen geholt habe. Das war sehr, sehr, sehr klug von mir. Sehr, sehr klug. Ja, sollte vielleicht hier auch nochmal eine Kinder hinsetzen, vorsichtshalber. Na komm. Na! Ach! Ja, ein paar sind wieder durch. Crit 400%. Crit 100% packen wir dann da einfach mal rein wieder. Da 400. Und dann packen wir. Das hat der hat mit 300. Dann kommt hier noch Fange rein. Boah. Irgendwie so. Wir brauchen jetzt die Rail Cannon eigentlich. Leben noch. Ich denke mal, ein paar werden wir noch verlieren. 35 vielleicht. Oh, noch mehr. 34 haben wir noch. 34 Leben. Jetzt kommen Archons. Oh, schön, noch mal Speed gekriegt. Der macht jetzt schon 1000 Schaden. Was haben die jetzt hier? Oh gut, 2000 Energie. Muss halt zweimal raufwechseln. Zweimal raufflexen, damit er hier so einer tötet. Hier, der muss weg. Ja, schön, der ist schon mal weg, der Dicke. Ja, das ging. Einigermaßen. Das kommt da durch. Okay, es war nur Halluzination hier. Okay, 4 Leben, 5 Leben, 6 Leben. Das ist auch nur Hallus. Nee, ist nicht nur Hallus. Da schon nicht nur Hallus. Ich verkaufe die Scheiße hier mal, glaube ich. So, 1200 brauchen wir nochmal. Können wir noch einen Obelisken uns gönnen. Sowieso gleich vorbei. So, packen wir das hier mal rüber. Was kriege ich da? Was sind da Kisten hier? Das sind doch Kisten. Hallo. Gib mir doch die Kisten. Alter. Arschen. Da darf ich noch nicht ran. So. Das sollte es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Ein paar Leben habe ich noch. So, Schaden kann ich hier nochmal erhöhen. 100% das erste Mal. So, ich glaube ein Leben. 5 Leben habe ich noch. So, Speedcharm muss ich da rauspacken und Range muss ich auch rauspacken. Welcher macht am meisten? Der macht 1,6, der macht 500. So, wollen wir zusammen rauf. Darf nichts mehr durchlassen. Welle 18. Jetzt gerade. Also 5. 4 dürfte ich durchlassen noch. Okay. 1, 2, 3. Na! Nein! Okay. GG. Ja, war sowieso zu langsam. Wäre sowieso nichts gewesen. Die haben viel zu viel Energie. GG. Egal, immerhin haben wir es probiert auf Medium. Hälfte haben wir geschafft, der Level. Aber leider nicht. Nicht bis zum Schluss auf Medium. Schade. Schade, Schokolade. Naja, kann man nicht ändern. Aber Fun hat es trotzdem gemacht. Ich hoffe, euch auch. Haut rein. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Zocken. Agri out. See you.